Friedhelm Krischer, ich sag mal, dein Heimspiel ist noch ein bisschen näher geworden. Du bist jetzt im Innenhafen gelandet mit der Ausstellung auf Augenhöhe, die ja schon sehr erfolgreich in der Kubus Kunsthalle war. Die Ausstellung ist ein bisschen kleiner geworden. Das liegt aber daran, dass die Hälfte der Bilder verkauft sind. Aber nichtsdestotrotz, du hast jetzt einen richtigen Eyecatcher geschaffen. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Das ist ziemlich simpel zu beantworten, die Frage, weil ich, wie schon gesagt, dass ich hier wohne, in der Nähe zur Arbeit laufe und immer wieder dieses Gebäude sehe, was eben kein Dauernutzer im Moment leider hat. Und ich dann dachte, was kannst du machen? Bilder aufhängen, idealer Raum dafür. Das habe ich getan. Die GEWAG und die Stadt Duisburg haben mir Einverständnis gegeben und mir die Möglichkeit geboten. Für mich sehr dankbar. Es ist so ein bisschen wie ein Bild in meinem Wohnzimmer aufzuhängen, weil der Innenraum für mich ein erweitertes Wohnzimmer ist. Und jetzt hast du ja gleichzeitig auch der Dagmar Bungert, der neuen City-Managerin, die ja gleichzeitig auch weiterhin für den Innenhafen zuständig ist, ich sag mal so richtig in die Karten gespielt, weil die möchte ja eine stärkere Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Innenhafen schaffen. Und ich denke, das ist ein sehr idealer Anziehungspunkt dafür. Genau, diese Herleitung kann man durchaus machen. Die Ausstellung ist erfolgreich in der Stadtmitte gestartet. Und die ist auch so konzipiert gewesen, dass sie nicht nur einmal gezeigt werden sollen, sondern durchaus mehrfach gezeigt werden sollten. Jetzt haben wir die zweite Möglichkeit in diesem Jahr. Ich würde mich freuen, wenn die Bilder in der Stadt Duisburg irgendwo vielleicht eine dauerhafte Hängung bekommen. Es wäre zu schade, dass sie einfach in der Versenkung verschwinden, weil ich finde, die Bilder sind es wert, die Köpfe, die wir sehen, die Menschen sind es wert, gezeigt zu werden. Und jetzt hattest du ja sogar mal die Idee, ich weiß nicht, was daraus geworden ist, mit der Frage überrasche ich dich wahrscheinlich auch so ein bisschen, die Serie vielleicht sogar nochmal fortzusetzen. Gibt es diesen Gedanken noch? Den Gedanken gibt es auf jeden Fall. Den wollte ich eigentlich auch heute aufgreifen oder werde ich auch heute aufgreifen und einige der anwesenden Gäste fragen, ob sie an dem Projekt mitmachen wollen, weiterarbeiten wollen. Wie lange wird die Ausstellung jetzt hier im Innenhafen präsent sein? Weil ich meine, das Schöne an der Sache ist, das ist ja Öffnungszeiten unabhängig, weil das ist ja von außen einsehbar. Mit anderen Worten, man kann hier ständig gucken, wird auch abends beleuchtet sein. Bis wann wird dieses Vergnügen möglich sein? Diese Frage muss ich ambivalent beantworten, weil natürlich für mich als Ausstellender ein Interesse besteht, die wieder so lange wie möglich zu zeigen. Das Schöne an diesen Ausstellungsräumen ist, die Leute werden ja damit konfrontiert. Sie müssen nicht aktiv werden, um in die Ausstellung zu gehen. Man schaut sich von draußen an. Das Gebäude hat eine exponierte Lage. Das heißt, die Besucher oder die Interessenten werden drauf gestoßen. Der Eigentümer des Gebäudes hat natürlich ein anderes Interesse, das so schnell wie möglich einer weiteren Nutzung zuzuführen. Ist ja auch richtig so und ist auch gut so. Und wenn ich dazu beitragen kann, und ich denke, so eine Belebung eines Gebäudes oder eines Raumes trifft dazu bei, dass ein Gebäude attraktiv bleibt und somit vielleicht potenzielle Mieter darauf aufmerksam werden. Und also um die Frage jetzt einfach zu beantworten. Wollte ich gerade nochmal nachhaken. Ja. Es war unbegrenzt, also es gibt keine Begrenzung, sondern für mich ist hier Ende im Gelände, wenn ein Nutzer das Gebäude mieten möchte. Und ich meine, das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist ja auch, hier war ja früher eine Dépendance, beziehungsweise es war eigentlich sogar der Anfang vom Museum DKM. Mit anderen Worten, das Ganze wird künstlerisch weiter gespielt und ich denke, was Besseres kann im Innenhafen gar nicht passieren. Friedhelm Krischer, falls dir nicht noch irgendwas ganz Wichtiges einfällt, bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche dir alles Gute für die Ausstellung. Danke, Frank.